Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Aktuell bin ich am Location Scouten, denn ich möchte hoffentlich hier in dieser Umgebung die Milchstraße fotografieren. Und in diesem Video möchte ich euch einfach mal mitnehmen auf diese Reise des Milchstraßenfotografierens, um es mal so poetisch auszudrücken. Und zwar möchte ich euch einfach meinen kompletten Workflow einmal zeigen, wie ich da dran gehe, wie ich mich vorbereite, wie ich die Location aussuche, wo ich die Milchstraße fotografieren möchte, bis hin zum Zeitpunkt des wirklichen Milchstraßenfotografierens. Ich hoffe, euch gefällt mal dieses wahrscheinlich etwas längere und ausführlichere Video. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und gebt meinem Kanal gerne ein Abo und lasst dem Video einen Daumen nach oben da, denn das hilft mir vor allen Dingen auch in Bezug auf den YouTube-Algorithmus. So, genug geschwafelt, viel Spaß mit dem Video. Zum Milchstraße fotografieren ist erstmal zu schauen, wo die Milchstraße wann wie zu sehen ist. Und dafür nutze ich die App Photopills. Nein, ich werde von dem Hersteller quasi nicht gesponsert, aber ich schreibe hier trotzdem mal irgendwo Werbung hin, weil man weiß ja nie, wie das rechtlich irgendwie ist. Aber ihr wisst Bescheid. Jedenfalls kann man bei dieser App ein x-beliebiges Datum auswählen und sieht dann genau, wo das Zentrum der Milchstraße, in welcher Himmelsrichtung dieses Zentrum dann zu sehen ist. Und was auch noch sehr hilfreich ist, man kann auch die Mondphasen sehen. Man bekommt auch gleichzeitig angezeigt, wie gut sichtbar dann das Zentrum ist und kann dann so seinen Tag auswählen, um die Milchstraße fotografieren zu können. Hier ist natürlich nochmal dazu zu sagen, dass es Sinn macht, in einer relativ dunklen Nacht zu fotografieren. Also es sollte jetzt nicht gerade Vollmond sein, sondern mindestens ein Viertel abnehmend bzw. bis zu einem Viertel bei zunehmendem Mond ist das gerade noch so möglich bzw. dann halt perfekt ist es, wenn Neumond ist. Kommen wir zu Schritt Nummer 2 und das ist das Location Scouting. Wenn man dann sich also ein Datum herausgesucht hat, an dem man die Milchstraße sehr gut sehen kann, in der sie sehr gut sichtbar ist an diesem Datum, kommt dann das quasi zweitwichtigste, nämlich sich ein schönes Motiv auszusuchen, sich eine schöne Gegend auszusuchen. Und das ist quasi, was ich jetzt hier in dem ersten Teil von dem Video den ganzen Tag heute gemacht habe. Ich war jetzt wieder in der rheinhessischen Schweiz unterwegs, weil ich dachte, das könnte eventuell ganz gut funktionieren. Hier sind einige Heidefelder. Bisher habe ich noch kein wirklich gutes Motiv gefunden. Die Milchstraße, wir haben jetzt ja noch total früh im Jahr, ist ja Anfang März, steht da noch sehr, sehr flach im Südosten am Horizont. Und das ist nicht gerade perfekt von der Ausrichtung her, wie hier die Motive werden. Die werden eher Richtung Südwesten, was dann Richtung Spätsommer dann wahrscheinlich gut werden könnte. Was sehr wichtig ist bei der Location Scouting für die Milchstraße, ist darauf zu achten, dass man nicht gerade in Richtung Milchstraße noch eine große Stadt hat. Also zwischen dem Standpunkt und der Milchstraße sollte keine größere Stadt sein, denn die Lichtverschmutzung von den Städten beeinträchtigt natürlich dann das Bild. Also da sieht man das Zentrum der Milchstraße dann nicht so gut. Ich wohne ja in Rheinhessen. Liegt ja im Rhein-Main-Gebiet, deswegen ist das ja etwas schwierig, hier einen super, super dunklen Standort zu finden. Nichtsdestotrotz ist es auch hier möglich. Es gibt da wesentlich schlimmere Orte hier in Deutschland. Auch hierzu für das Location Scouting, dann, wenn ich mir im Groben eine Region rausgesucht habe, wo ich die Milchstraße dann fotografieren möchte, gehe ich dann quasi in die Detailsuche, was dann das Motiv angeht. Und auch hierzu kann ich wieder die App Photopills nutzen, denn diese hat einen Augmented Reality Modus, wo man sich dann quasi auch für jedes Datum, das man möchte, den Stand der Milchstraße anzeigen lassen kann. Und diese wird dann überblendet mit der eigenen Kamera. Und so kann man dann quasi sein Motiv, was man gefunden hat, kann man sich dann direkt anschauen, wie es aussehen würde, wenn die Milchstraße dann da drüber stehen würde.
Und ich würde euch auch immer empfehlen, am Tag das Motiv herauszusuchen und nicht erst in der Nacht damit anzufangen, denn nachts, wenn es komplett dunkel ist, sieht A, die Landschaft komplett anders aus und B, findet man dann auch kein gutes Motiv, weil man teilweise vielleicht Büsche oder Bäume sehr, sehr schlecht erkennen kann, die dann am Ende im Bild stören. Dritter und letzter Schritt ist dann auch gleichzeitig mit einer der wichtigsten Schritte und auch einer der unberechenbarsten Schritte. Deswegen kommt er auch ganz zum Schluss, nämlich das Wetter. Man kann das Wetter natürlich erst ein bis maximal, wenn es gut läuft, 2 Tage vorher so richtig konkret vorhersagen, wie es dann am Ende kommen soll. Hat man dann also sich ein Datum herausgesucht, an dem man die Milchstraße sehr gut sehen kann und hat man eine schöne Location gefunden mit einem schönen Motiv, muss man dann jetzt schauen, dass das Wetter noch passt. Heißt also, es sollte nach Möglichkeit wolkenlos sein, logischerweise, sonst sieht man natürlich die Milchstraße nicht. Beziehungsweise zumindest in Richtung der Milchstraße sollte es wolkenlos sein. Und wenn es nicht anders geht, dass man zum Beispiel einen Ort, eine Ortschaft im Vordergrund bei sich hat, ist Nebel noch sehr hilfreich, denn das dämpft das Licht und sorgt dafür, dass die Lichtverschmutzung reduziert wird. Kleine Anekdote da von mir an dieser Stelle. Vor mittlerweile 3 Jahren habe ich an der Mosel die Milchstraße fotografiert, an der Moselschleife. Und da war eine große Baustelle direkt am Ufer der Mosel. Und es war quasi eigentlich unmöglich, da die Milchstraße zu fotografieren, weil das Baustellenlicht einfach viel zu hell war. Das hat alles komplett überstrahlt, wenn man natürlich Langzeitbelichtung mit hohem ISO-Wert macht. Aber dazu kommen wir natürlich später noch, wie das mit den genauen Einstellungen ist. Das hat dann alles komplett überstrahlt. Aber nach ungefähr einer halben Stunde hat sich Nebel gebildet, der das komplette Licht von dieser Baustelle einmal geblockt hat und die Milchstraße war super sichtbar und man konnte sie toll fotografieren. Und wenn dann alle 3 Punkte passen, also das Datum an der Milchstraße, wo die Milchstraße an für sich gut zu sehen ist, es ist Neumond, wenn es optimal läuft, man hat eine schöne Location gefunden mit einem tollen Motiv und das Wetter passt noch, dann geht es zur eigentlichen Arbeit, nämlich die Milchstraße fotografieren. Und für euch geht das jetzt natürlich dann im Anschluss direkt weiter. Für mich sind es noch 2 Tage. Ich möchte am Samstag, das ist der 5. März, morgens die Milchstraße fotografieren. Die ist da zwischen 4 Uhr und etwa 5.30 Uhr, so Pi mal Daumen, sichtbar. Eine Uhrzeit, auf die ich jetzt schon eigentlich keinen Bock habe. Aber wenn das Ergebnis dann am Ende gut rauskommt, hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Ja, wir haben jetzt mittlerweile kurz vor 5, Samstag früh. Und wie es immer so ist, gab es nochmal 2 Planänderungen. Also zum einen hat das Location Scouten genau das gebracht, was es auch soll. Es hat gezeigt, dass die Location, wo ich jetzt war mit der Heide und so weiter, nicht perfekt ist für die Milchstraße, von der Ausrichtung her einfach, von der Blickrichtung. Deswegen dachte ich, ich habe mich übrigens mit Felix Heise getroffen, der ist jetzt irgendwo im Hintergrund hier. Ich packe mal seinen Instagram hier in die Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall mal gerne rein, wenn ihr gute Astrobilder sehen wollt, weil das lohnt sich da auf jeden Fall. Wir haben dann gedacht, Rotenfels könnte gut funktionieren. Theoretisch ja, praktisch ist es heute Morgen leider zu diesig gewesen. Also die Lichtverschmutzung hat man dann einfach durch die hohe Luftfeuchtigkeit viel zu stark gesehen. Also direkt vor einem ist ja dann Bad Münster am Stein. Und durch den Dunst war dann quasi der Himmel einfach nur gleißend hell. Deswegen musste man dann jetzt nochmal schnell umentscheiden. Die Milchstraße ist jetzt noch so bis 5:45 vielleicht höchstens sichtbar. Und ja, wir stehen jetzt irgendwo mitten auf dem Feld, im Dunkeln wenigstens. Es ist kein super schönes Motiv, aber
ja, wir kriegen immerhin überhaupt ein Bild. Da hat sich das frühe Aufstehen dann wenigstens ein bisschen rentiert. Mal zu dem eigentlichen Handwerk, was das Milchstraßenfotografieren angeht. Und zwar Punkt Nummer 1 bei der Milchstraßenfotografie ist natürlich, dass ihr ein Stativ braucht, auf jeden Fall, weil ihr macht ja eine Langzeitbelichtung, also das wird Handheld, wird das auf jeden Fall nichts. Der nächste Punkt ist, dass ihr ein möglichst lichtstarkes Objektiv verwendet. Heißt also eigentlich Blende f2.8 oder größer. Ich jetzt für meinen Teil fotografiere heute tatsächlich mit meinem 16 bis 35 mm f4 Objektiv. Ja, f4 ist eigentlich zu lichtschwach, aber ich habe ansonsten als Ausweich nur noch ein Samyang 14 mm f2.8 zur Verfügung. Und ich habe dann doch lieber das mehr an Schärfe, was das Canon 16 bis 35 bietet, als dass ich da ein bisschen mehr Offenblende habe. Kommen wir zu den Einstellungen, zu den eigentlichen. Die sind so, wie gesagt, die Blende so weit auf, wie es geht. Das wäre dann bei mir hier F4. Dann für die Milchstraße eine relativ hohe ISO. Ich fotografiere da in der Regel zwischen 3200 und 6400 die ISO. Und die Belichtungszeit kann man dann mit der 500er-Regel berechnen. Und zwar besagt die 500 geteilt durch die Brennweite, mit der man fotografiert. Dann kommt man auf die Belichtungszeit, die man als längstes nehmen kann, ohne dass die Sterne Zier bekommen. Also dass es Sternenzieher gibt, dass die Sterne keine Punkte mehr sind. Leute, es ist echt früh. Also entschuldigt, wenn ich hier gerade ein bisschen rumstammel. Genau, und das ist natürlich dann brennweitenabhängig. Und die 500er-Regel ist auch nur so ein Pi mal Daumen-Wert und auch nur anwendbar auf Vollformatkameras. Für Crop-Format, also für APS-C-Sensoren, weiß ich es jetzt gerade nicht, weil ich fotografiere auch mit einer Vollformatkamera. Deswegen habe ich jetzt leider nur das parat. Und ja, wie gesagt, die 500er-Regel ist da nur ein Pi mal Daumen-Wert. Wenn man ganz reinzoomt in die Sterne, sieht man, dass sie trotzdem ein bisschen Sternenzieher haben, aber wenn man das Bild im Großen betrachtet, dann fällt einem das nicht auf. So, es ist immer noch dunkel. Ich überlege, ob ich jetzt im Anschluss noch den Sonnenaufgang fotografieren gehe, aber das wird, wenn ich es mache, dann ein extra Video. Ich hoffe, euch hat dieses etwas ausufernde Video doch gefallen, auch wenn jetzt dann die Bilder wahrscheinlich gar nicht mal so cool rüberkommen oder so cool geworden sind, aber ja, manchmal muss man eben das nehmen, was man bekommt. Ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch dieses Video gefallen hat. Und dann hoffe ich, dass wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao.